Weiter geht es mit einer weiteren Folge Police Simulator Patrol Officers. Wir gehen heute wieder auf Fahrzeugstreife und zwar, ich würde jetzt hier einfach mal vorschlagen, wir gehen nach Conway. Wir haben hier eine Fahrzeugstreifenschicht zur Verfügung. Bei Nacht sieht es blaulich wieder cooler aus. Ich würde sagen, wir starten damit einfach durch, gehen hier wieder auf 30 Minuten Schichtdauer und beginnen unsere Schicht. So, ganz kurzer Ladebildschirm. Wir gehen in dieser Folge auch wieder mit einem DLC-Fahrzeug auf Streife. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir das Fahrzeug nehmen mit der Videoüberwachung. Ja, dass wir das Fahrzeug nehmen, welches halt vorne die zwei Kameras dran hat. Ich glaube, man kann zwar nichts damit im Spiel anfangen, aber an sich sieht die Kiste hier eigentlich ganz nice aus. Und zwar ist das dieses Fahrzeug hier. Das hat neben dem Innenspiegel eine Kamera und Sensoren wahrscheinlich zur Geschwindigkeitsmessung. Aber das tun die anderen Fahrzeuge ja auch. Und hier oben sieht man auch nochmal so eine Kamera angebracht. Schön auffällig groß oder was auch immer es darstellen soll. Auf jeden Fall gehen wir heute mit diesem DLC-Fahrzeug mal auf die Straße. Genau, dann bleibt eigentlich in der nächsten Folge nur noch der Gefangenentransporter da drüben. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Na gut, ich würde sagen, wir steigen mal ein, machen uns so mit Starkler Lichteimer an. Wir können einmal das Blaulicht testen. Wow. Ist das bei allen Fahrzeugen so hell gewesen oder ist es nur bei dem so ultra krass hell? Das hat mich gerade ein bisschen schockiert. Das ist ja mega cool. Finde ich schon greller als bei den anderen Fahrzeugen, aber kann natürlich auch täuschen. Na gut, wir fahren auf jeden Fall jetzt mal hier rechts entlang. Und da hätten wir eigentlich schon das erste Fahrzeug, wo wir mal stehen bleiben könnten. Ja gut, wir parken einfach jetzt mal ganz kurz da normal dahinter. Wir lassen einfach das Licht an vom Fahrzeug. Warnblinker haben wir ja leider nicht. Ich will dem nur hier gerade mal einen Strafzettel verpassen, weil der steht ein bisschen weit auf der Straße. Leichter Unfall. Ja gut, nehmen wir an. Wir sind ja immer noch dabei, hier Punkte zu sammeln, damit wir auch die erste Hilfe freischalten, weil die haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Ich habe gedacht, wir können schon hier Leute reanimieren. Ist mir aber, ich glaube, vor der letzten Folge aufgefallen. Oder vor der vorletzten Folge, bin mir nicht mehr sicher. Und da müssen wir auf jeden Fall noch Punkte sammeln. So, dieses Fahrzeug gehört dieser Person hier, Tia Austin. Wahrscheinlich der Name, weiblich. Okay, okay, okay. Auf Nachbefehl, nein. Versicherungsstatus ist ungültig. Nicht gut, nicht gut. Kriegt aber erstmal hier einen Strafzettel wegen zu weit auf der Fahrbahn. Wir fahren dann gleich zu dem leichten Unfall. So, kann ich hier auch wegen Versicherungsgedöns irgendwie abgelaufenes Kennzeichen? Ne, Kennzeichen ist noch gültig. Da kann ich, glaube ich, nichts bestrafen. Okay. Und die Parkuhr ist noch gültig. Alles klar. Dann fahren wir jetzt mal gerade zu dem leichten Verkehrsunfall. Wir werden trotzdem wieder mit Blaulicht hinfahren, aber ich werde jetzt hier nicht die höchste Priorität auspacken und hier dann mit Sirene hier voll durch die Gegend ömmeln, sondern nur wenn nötig. So, machen wir gerade mal Blaulicht an. Das sieht echt viel heller aus, als das bei den anderen Fahrzeugen. So, damit er Bescheid weiß, dass ich gerade an ihm vorbeifahre auf der rechten Seite. Jetzt fahren wir gerade über die rote Ampel. Da machen wir die Tröte einfach mal an. Also auffallen müsste das Blaulicht ja. Das ist ja ultra hell hier. Da sind wir schon bei dem leichten Unfall. Sind drei Personen betroffen. Und eine Fahrspur, wenn ich richtig sehe. Aber ich finde, das Fahrzeug sieht eigentlich richtig gut aus. Auch die Lichter. Gefällt mir wirklich so eigentlich sehr, sehr gut. Okay, Fahrzeug hat eine gesprungene Windschutzscheibe. Meckert das Spiel gerade wieder rum. Okay, auf der rechten Spur liegen gerade Teile rum. Dann würde ich hier, glaube ich, fast erstmal eine Vollsperrung machen. Machen wir auch. Ich gebe hier gerade mal einen Befehl. Kehrtwende. Drehen Sie um! So, soll gerade einmal rumdrehen. Ich packe mir jetzt erstmal hier die Pylonen und mache hier erstmal dicht. Weil es muss nicht sein, dass die ganzen Autos über die Teile drüber fahren. Na komm, der darf noch durchfahren. Der fährt mich nämlich sonst um. Da habe ich Angst. Genau, wir machen jetzt hier einfach mal dicht. So, die Autos müssen jetzt hier dann einfach mal wenden. So wie das Spiel es immer möchte, muss ich die Pylonen eigentlich immer mittig auf die Straße stellen. Finde ich aber irgendwie... Ah, das sieht jetzt richtig beschissen aus. Aber wenn ich die einfach mittig immer so einzeln hinstelle, ist halt auch irgendwie doof. Ja gut, das Spiel weiß Bescheid. Das eine steht auf der einen Fahrspur, die andere Pylone steht auf der anderen Fahrspur. Das Spiel weiß Bescheid, hier ist gesperrt. So, ich wollte jetzt gerade eigentlich mal ein Foto so machen von unserem Fahrzeug.
Das ist aber auch grell. Richtig nice. Fällt wenigstens auf. Ja, nice. Ist der jetzt wirklich an dem Pylon vorbeigefahren, weil das Spiel es doch nicht richtig wertet? Ah, gut, da muss ich gerade noch mal ein bisschen nachhelfen. Aber er wendet, weil hier halt mein Polizeiwagen steht. Ich darf in diesem Bereich keine Pylonen aufstellen. Warum? Weil da gerade ein Fahrzeug am Wenden ist oder was? Oh Gott, ey. Hier ist Licht. Hier ist zu. Hier ist Feierabend. Kommst nicht vorbei. Oh Gott. Kann ich hier eine Pylone hinstellen? Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen doof so. Ich mach's nochmal anders. Ich stelle hier nochmal eine Pylone hin. Ich darf die aber auch nur da an den Rand so blöd hinstellen. Ist aber auch okay. Jetzt haben wir hier die eine Fahrspur auf jeden Fall zu. Ich gebe auf. Das Spiel hat gewonnen. Hier die Fahrbahn ist zu. Die Autos fahren rüber. Und dann merken sie hier hoch Streifenwagen. Dann wenden die da und ich habe meine Ruhe. So. Wir sichern aber natürlich noch trotzdem weiter ab. Wir nehmen hier die Notlichter. Wir sind auch so ein bisschen auf der anderen Spur drüben. Gerade die Personen stehen auf der anderen Spur. Deswegen machen wir hier mal weiter. Ich finde es aber super, dass die Fahrzeuge hier eigentlich wenden. Außer er jetzt. Er hat es einfach überhaupt nicht auf die Kette bekommen. Kann aber auch sein, dass die Pylone jetzt einfach zu nah hier dran steht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Eigentlich schön, wenn es funktioniert. Aber man muss das, glaube ich, studiert haben. So, damit es einfach gut auffällt, dass wir hier gerade einen Unfall aufnehmen, schmeiße ich hier Pylon an die Linie hin. Dann sind die entgegenkommenden Fahrzeuge auch ein bisschen gewarnt. Habe ich jetzt, schmeiße ich da Pylon hingesagt? Nee, schmeiße ich natürlich diese Warnfackeln hin, nicht Pylon. Ich glaube, ich habe Pylon gesagt. So, ich muss natürlich auch auf der Seite absichern. Finde ich zwar auch mal so ein bisschen sinnlos, weil wen interessiert es da? Da ist eh voll gesperrt und ich muss wirklich da vorne bei den Pylonen nochmal rumarbeiten. Weil so funktioniert das nicht. So, Ausrüstung. Ich bräuchte mehr Notlichter, habe aber keine weiteren mehr. Habe also jetzt nicht hundertprozentig abgesichert laut Spiel. Na gut. So, ich muss jetzt hier gerade erstmal Verkehr regeln. Drehen Sie um! So, du drehst einmal rum, du drehst auch um. Was macht er? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das musst du wirklich studiert haben. Ich darf in dem Bereich keine Pylonen aufstellen. Warum? Dann stell halt da eine hin. Und dann ein paar Meter weiter hier, dann sollten die Fahrzeuge eigentlich wenden. Okay, er wendet jetzt schon hier, hat jetzt schon die Schnauze voll. Gut. So, jetzt aber. Ich glaube, wir haben es jetzt geschafft. Jetzt sind beide Fahrspuren abgesperrt. So. Puh. Dann räume ich die mal weg. Kann ich mich jetzt hier um die ganze Sache mal kümmern? Finde ich gut. Na, beziehungsweise. Wir sichern hier auf die coole Variante ab. Ich stelle mich hier so quer hin. Sieht einfach besser aus. Jetzt aber würde ich mich mal um den Unfall kümmern. Na, wobei man das Blaulicht nicht ganz so gut so sieht. Aber dann sehen die Autos wenigstens da. Ist auf jeden Fall abgesperrt. So, kann ich jetzt. Bitte. Also drei Fahrzeuge, keine verletzten Personen, so wie es aussieht. Wir fangen einfach mal bei ihm hier an. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Ja, dann hätte ich gerne einmal bitte den Führerschein und bitte die Versicherung. Bitte zeigen Sie mir Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein. Ja, Officer. Bitteschön. Dankeschön. Sehr freundlich. Was mich hier schon wieder stört ist, kann man jetzt sagen, okay, ich bin einfach altmodisch, ich bin einfach ein alter Sack. Nee, ich weiß es nicht. Er hat Kopfhörer auf. Warum, wenn er Autofahrer ist, warum hat er diese blöden Kopfhörer auf? Und zweitens, warum hat er die Kopfhörer auf, während man sich hier unterhält mit einer Respektperson, mit einem Polizisten? Ja, oder auch mit einer anderen Person. Vollkommen egal. Ich finde sowas, so ein Verhalten finde ich einfach ultra respektlos. Weiß nicht, ob ich, da bin ich wahrscheinlich, weil ich schon über 30 bin, ja, tanze ich wahrscheinlich aus der Reihe. Alle jüngeren Leute jetzt auf dem Kanal, hä, ist doch voll cool, ist doch überhaupt nicht respektlos. Doch, ältere Leute finden sowas respektlos. Aber nur mal so nebenbei. Jun Tai Yun. Schöner Name, ist der Persos gültig bis zum 27.01.2025, gerade auch halt, wenn ich jetzt hier mit einem Polizisten reden würde.
dann würde ich auch alles hundertprozentig verstehen wollen. Ja, wenn du jetzt jemand natürlich vor dir stehen hast, der dich einen Scheißdreck interessiert, kannst du die Kopfhörer ruhig aufziehen. Aber jetzt bei einem Polizisten, wo es um eine wichtige Unfallaufnahme geht, da bin ich doch hundertprozentig auf den Polizisten konzentriert und höre keine Musik oder keine Ahnung, wenn ich gerade die Dinger eh aus habe zum Beispiel, weil ich den Polizisten verstehen möchte, dann kann ich die auch runternehmen vom Kopf. So, haben wir das geklärt. Okay, Geburtsdatum 2.5.1957, Ablaufdatum 16.04.2023. Ingame haben wir den 10.01.2023. Fährt ein Pickup angeblich laut Versicherungskarte. Im Hintergrund sehen wir ein Pickup, könnte also passen. Ja, Waffenschein hat er hier angeblich nicht. Mal gucken, ob wir das irgendwie rausfinden, ob er einen dabei hat oder nicht. Dafür muss er aber sich irgendwas zu Schulden kommen lassen. Kennzeichen 0SPX48. Alles klar. Gut. Schauen wir uns gleich mal das Nummernschild an. Vorne wird er wahrscheinlich keins mehr dran haben. Hinten wahrscheinlich auch nicht. Oder? Doch, hinten auch. Ja, das geht ja ab und zu mal verloren. Deswegen, gerade bei den Unfällen. So, jetzt will ich aber gerade noch was nachschauen. So, Parken auf Behindertenparkplatz. Mich wundert es gerade, er hat nämlich ein Behindertenzeichen auf dem Nummernschild drauf. Hat hier aber eine mündliche Verwarnung bekommen, weil er auf einem Behindertenparkplatz geparkt hat. Er hat auch vorne das Kärtchen drin. Hat es hinten auf dem Nummernschild drauf. Aber ich kann es nicht prüfen, ob das irgendwie jetzt falsch ist oder nicht, oder? Weil mir würde da keine Variante einfallen. Trinken in der Öffentlichkeit, Umweltverschmutzung, kein Blinkzeichen gesetzt, Waffenschein, nö. Bild her, passt. Geburtsdatum 2.5.1957, ich glaube, das war auch, das sollte auch passen. Nur das hier verwirrt mich gerade. Mündliche Verwarnung wegen Parken auf Behindertenparkplatz. Vielleicht hat er da noch keine Plakette drauf gehabt oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Wobei, wir könnten bei ihm jetzt schon mal hier den obligatorischen Test machen. Um zu sehen, ob sie betrunken gefahren sind. Alkoholtest, Drogentest. Dann wissen wir, was Sache ist. Okay, 0,005. 0,08 ist die Grenze. Ist also okay. Er hat was getrunken, aber ist wahrscheinlich schon ein bisschen her. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. THC, Amphetamin. Okay. Beides negativ, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Gut, dann lassen wir ihn gerade mal hier in Ruhe. So, was ist denn passiert, gute Frau? Was haben Sie gesehen? Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal den Kopf freikriegen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, nach so einem Unfall ist man erstmal ein bisschen verwirrt bzw. ziemlich zornig. Kann ich mir gut vorstellen. Nach Führerschein und Versicherung fragen. Zeigen Sie mir Ihren Führerschein und die Fahrzeugversicherung, bitte. Okay, Officer. Bitteschön. Boah, ich habe mich mal tierisch über mich selber aufgeregt, als ich beim Rückwärts in die Einfahrt reinfahren eine Sache erwischt habe mit meiner Stoßstange, die ich einfach nicht sehen konnte, weil ich keine Rückfahrkamera habe bei meinem Kombi und ein Gefälle runterfahren muss oder eine Schräge runterfahren muss. Wir haben oben nur so kleine Randsteine quasi. Und wir hatten da einen Busch entfernt bei uns in der Einfahrt. Und dieser Busch hat mir immer im Spiegel als Zielhilfe gedient. Ich wusste immer genau, wenn ich den Bus sehe im Spiegel, den Busch sehe im Spiegel, dann weiß ich genau, ich komme an dieser Stelle vorbei. Meine Freundin wollte unbedingt diesen Busch entfernen, hat den Busch entfernt. Und ich habe ihr gesagt gehabt, jo, das werden wir wahrscheinlich bitterbös bereuen, weil ich irgendwann, weil ich jetzt nichts mehr zum Zielen habe, diese Stelle erwischen werde beim Rückwärtsfahren. Ja, ein paar Wochen später, putz, mit der Stoßstange dran gedonnert. Boah, da habe ich mich dann aufgeregt. Das ist eigentlich nur, weil ich schnell machen wollte beim Einparken, weil da eine Person angelaufen kam. Ich wollte ihr den Weg schnell freimachen. Ja, beim Rückwärtsreinfahren. Ja, also Verkettung unkläglicher Umstände. Ich wollte freundlich sein, wollte schnell das Auto zur Seite fahren, damit die da ordentlich vorbeilaufen kann. Wir hatten den Busch entfernt, der mir als Zielhilfe gedient hat. Schnell, ohne Zielhilfe. In der Einfahrt reinfahren, wo man nicht sieht, ist fatal. Okay, genug gebabbelt. Marina Mulder heißt sie auf jeden Fall. Hat einen Waffenschein. Ablaufdatum ist der 19.06.2023 von dem Perso. Ist also auch noch gültig. Soweit okay. Ich will dann gleich nochmal gucken, ob... Ja, wobei, das steht ja hier nicht eingetragen. Ich wollte mal gerade nochmal eigentlich bei dem anderen nachgucken, ob da wegen Behinderung oder sowas irgendwas auf dem Führerschein eingetragen ist. Aber ich glaube, da steht neben sowas drauf. Bitte fahren Sie hin und kümmern Sie sich darum. So, ich habe gerade leider keine Zeit. Ich musste auch gleich dann den Funk mal deaktivieren. Keine Zeit für die Untersuchung. Hier Ablaufdatum 6.10.2021. Das ist also abgelaufen. Marina Mulder passt also, ist ein Van. Passt. Kennzeichen 5GL 063. Müssen wir gleich nochmal nachschauen.
Aber auf jeden Fall kriegt sie hier schon mal Ärger, weil die Versicherung ist abgelaufen. Kein offener Haftbefehl ist ja schon mal ganz gut. Fahren mit getönter Scheibe hat sie schon mal eine mündliche Verwarnung für gekriegt. Verurteilt wegen Cannabis am Steuer. Fahren mit getönten Scheiben nochmal. Da hat sie dann aber ein Bußgeld bekommen. Und parken in Taxihaltezone. Okay. Wir gucken jetzt gleich nochmal nach den nach dem Nummernschild. Und wenn das wirklich das Fahrzeug ist, geben wir ihr eine Strafe. So. Also da liegt schon mal, oder hängt kein Nummernschild, aber hier liegen welche rum. 5G063. Beide Nummernschilder hier verloren, liegen beide dort. Okay. Alles klar, dann geben wir ihr eine Strafe, weil die Versicherung abgelaufen ist. Das ist natürlich ärgerlich. Baust einen Unfall, aber hast keinen Versicherungsschutz. Das gibt einen übel. Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. So viel Geld habe ich nicht. Ja, dann warte mal drauf, wenn die ganzen Rechnungen kommen wegen den Unfallschäden hier, wenn die dran schuld sein sollte. So, gut. Dann haben wir das soweit erstmal abgecheckt bei ihr. Beziehungsweise machen wir noch den Drogen- und Alkoholtest. Fangen wir an mit dem Alkoholtest. Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. 0,000. Wunderbares Vorbild. So fährt man Auto. Aber nicht hier unfallmäßig. So fährt man kein Auto. Aber ohne Alkohol. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Und jetzt hier voll auf Drogen. Nee, ist auch negativ. Okay. Gut, dann haben wir noch keinen wirklichen Schuldigen hier erkannt. Alles klar. Gut. Machen wir weiter. Beziehungsweise Ich will mir gerade nochmal das Bild von ihr hier anschauen. Doch, sieht aber gut aus. Marina Mulder. Doch, das müsste passen. Okay. Hallo, der Herr. Oh, selbst da drüben auf der anderen Fahrbahn habe ich gerade gesehen, liegt ein Spiegel. Da hinten staut sich der Verkehr. Die kriegen es nicht auf die Kette. Ich glaube, ich muss die Pylonen, damit die Fahrzeuge automatisch wenden, versetzt aufstellen. Dann fahren die erstmal von einer Spur zur nächsten. Wenn sie da nicht weiterkommen, wenden die. Das habe ich da vorne nicht gemacht. Gut. Unfallzeuge befragen. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin auch ganz durcheinander. Okay, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ich muss hier gerade mal was verkehrstechnisch abändern. Normalerweise. Es kann sein, dass das funktioniert, wenn ich sogar die Pylone hier auf der rechten Seite entferne. Dann müsste das andere Auto vorfahren bis zu meinem Streifenwagen und dort müsste der dann wenden. Der auf der linken Spur hat das wahrscheinlich ein bisschen spät wahrgenommen und steht da jetzt und kann nicht wenden, weil er kann die Spur nicht wechseln, dann würde er nämlich hier dran stoßen und so weiter und so fort. Wir entfernen hier die Pylone mal. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Also die wechseln jetzt die Spur, wie erwartet, beziehungsweise wenden jetzt. Okay. Ich glaube, so funktioniert das. Genau, der will jetzt auf die andere Spur rüber, weil da die Pylone steht. Hier steht aber mein Streifenwagen, also kommt dann der Befehl normalerweise. Fahrzeug muss wenden. Genau. Ja, so funktioniert das doch. Vielleicht bräuchte man da auch gar nichts, wenn mein Streifenwagen so quer hier da steht. Ich weiß es nicht. So, wir gehen mal wieder zum Unfall zurück. Sind ja noch lange nicht durch. Müssen vorne noch die ganzen Dokumente überprüfen. Da liegt übrigens das Spiegelteil. Dann müssen wir noch den Alkoholtest machen, den Drogentest machen. Was ist da vorne eigentlich los? Warum fährt der nicht? Keine Ahnung. Ich habe auch nichts dagegen, ehrlich gesagt, dass der nicht fährt, weil das ist mir ganz schön knapp hier immer dran vorbei. Das mag ich nicht. So, okay. Einmal bitte den Führerschein und die Versicherung. Ihren Personalausweis und Ihre Fahrzeugversicherung, bitte. Natürlich, Officer. Bitteschön. Also, Giovanni Carlson. Vom Bild her müsste eigentlich passen. Ablaufdatum 21.09.2024 ist also noch gültig. Ein Tag nach meinem Geburtstag. Eieiei. Ich habe am 20.09.1992 Geburtstag. Ja, genau. Ja, ist auf jeden Fall noch gültig. Kein Waffenschein. So, was haben wir denn hier? Kennzeichen 6JX826. Geburtsdatum 21.02.1988, das passt auch alles hier überein. Genau, Ablaufdatum 8.08.2023, ist also noch gültig. Ist ein Zweitürer, was er da angeblich fährt. Moment. Ja gut, das ist halt wahrscheinlich sein Steuerhinterziehung und Kokainbesitz. Oh je. Das ist halt wahrscheinlich
Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und die Fahrzeuge. Das ist ja ein Taxi im Hintergrund. Klar. Das wird nicht sein bitte privates sehr, Auto sein, was wir da im System hinterlegt haben. Was ist das Nummernschild Nummer 6JX826? Ups. Genau, das ist ein anderes Fahrzeug, um was es sich hier handelt. Kleinen Moment. 71GQ41. Okay, schauen wir gerade mal nach. Auch bei ihm haben sich quasi nur die Schulter, oder hat sich nur die Schulterbreite verändert und die Halslänge. Nein, Quatsch, das ist nur die Kleidung, die anders sitzt. Okay, aber das Fahrzeug ist auch auf ihn zugelassen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Eduardo Camacho. Wer ist Eduardo Camacho? War das sein Perso? Führerschein. Nein. Und Fahrzeugschein. War doch auf dem Bild drauf. Ihr Officer, bitteschön. Ist er der richtige Fahrzeugbesitzer von der Karre? Giovanni Carlson, das Fahrzeug ist auf ihn zugelassen, auf jeden Fall. Das passt alles soweit. Wir haben jetzt zwei Einträge hier lustigerweise drin mit unterschiedlichem Bild. Mit dem gleichen Fahrzeug hinterlegt. Dann haben wir jetzt hier... Ah, kann das sein, dass ich das Taxi da hinten fokussiert hatte oder das Fahrzeug, was da vorne an der Kreuzung steht. Das wird wahrscheinlich das sein, was mich gerade hier so ein bisschen rausbringt. Moment, ich hatte das Fahrzeug da hinten fokussiert. Vielleicht hat das Spiel das registriert, ich weiß es nicht. Muss ich gerade mal schnell schauen. Bin gleich wieder da. 425. Nee, das war das nicht, oder? Nee. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas ist hier faul. Entweder habe ich irgendwas übersehen. Oder irgendwas ist hier faul. Ich hatte sie kontrolliert, Marina Mulder, und dann... Ah, das wird wahrscheinlich ein Fahrzeug vielleicht auch von da vorne gewesen sein. Das kann sein. Okay, also das Fahrzeug ist hier doch auf ihn zugelassen. 71GQ41. So, wieder ein bisschen Ordnung hier reinkriegen. 71GQ41 ist auf ihn zugelassen, ist aber hier als Viertürer eingetragen. Während auf seinen Daten... Bitte zeigen Sie mir Ihren Führerschein. Glaube ich, Zweitürer steht und ein anderes Kennzeichen. Ja, bitte schön. Oder? Genau, da steht ein anderes Kennzeichen. Ist auf sein Name. Und ist angeblich ein Zweitürer. Ich kann hier aber, glaube ich, sowas nicht einfach eintippen und sehe dann, ob das Fahrzeug wirklich existent ist oder nicht. Das geht, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, pro Person kann hier nur ein Fahrzeug zugelassen sein. Und das ist das Taxi und nicht das, was hier auf dem Versicherungsschein steht. Somit gehe ich mal davon aus, dass hier mit dem Versicherungsschein irgendwas nicht passt. Und die Versicherung von seinem Taxi ist ungültig. Ich gehe mal davon aus, dass die Versicherung oder diese Versicherungskarte gefälscht ist. Jedenfalls irgendwas passt da nicht. Pro Person kann in dem Spiel, soweit ich jetzt weiß, würde ich mal sagen, nur ein Fahrzeug pro Person zugelassen sein. Das ist das Taxi. Im Computer ist hinterlegt, dass der Versicherungsschutz für das Taxi abgelaufen ist. Aber was ist das dann für eine schlechte Fälschung? Das frage ich mich gerade. Was ist das für eine schlechte Fälschung, wenn nicht mal das richtige Nummernschild da drin steht? Nur mal so nebenbei bemerkt.
Auf jeden Fall stimmt was mit der Karte nicht. Das ist nämlich auf seinen Namen zugelassen, deswegen... Sie sind mit gefälschten Versicherungsunterlagen gefahren und sind daher festgenommen. Bitte gehen Sie auf den Weg. Ich würde jetzt einfach mal darauf tippen. Nein, bitte nicht, Officer. Ja, ich hatte den Fall, glaube ich, noch nicht. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass da irgendwas nicht passt. Aber da ist mir es gerade mal aufgefallen. Ich würde jetzt ihn hier nochmal durchsuchen. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch. Ich werde Sie durchsuchen. Wir werden es dann bei der Auflösung am Ende sehen. Ob das korrekt war, ob das falsch war, ob ich irgendwas anderes übersehen habe oder falsch gemacht habe. Er hat ein Springmesser mit dabei. Okay, da kriegt er direkt die nächste Sache noch reingewirkt. Sie führen ein Springmesser bei sich und sind daher festgenommen. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte tun Sie das nicht. Och nö. Also, okay, dann haben wir das gemacht. Jetzt gucken wir nochmal das Taxi hier durch. Fahrzeug durchsuchen. Jetzt war mal gar nicht so viel. Noch ein Springmesser, noch eine Handfeuerwaffe. Moment. Hat er einen Waffenschein gehabt? Waffenschein? Nein. Gut, dann kriegt er direkt die nächste Sache noch reingehängt. So, ich muss nochmal mit ihnen reden. Ich glaube, wir haben hier einen großen Fisch gefangen. So. Illegaler Waffenbesitz, Mitführen einer Waffe ohne Waffenschein. Sie sind festgenommen, da Sie eine Waffe ohne gültigen Waffenschein mitführen. Bitte tun Sie das nicht. Zu spät. So, okay. Suchen wir mal weiter. Mal gucken, was wir bei dem Guten hier noch alles finden. Bestimmt noch Drogen oder Alkohol oder keine Ahnung. Feuerzeug, feuchte Trauben, Süßigkeiten. Machen wir hinten weiter. Was haben wir hier Schönes? Keine Gegenstände. Okay, dann mache ich gerade hier hinten mal weiter. Da komme ich gerade nicht dran. Springen kann ich nicht. Muss ich gerade mal außen rumrennen. Ich glaube, hier hatten wir auch noch nicht reingeguckt. Hier hinten. USB-Stick samt Handschuhe. Okay. Kofferraum noch. Keine Gegenstände gefunden. Alles klar. Jo. Ich würde sagen, ich mache mal ein paar Fotos. Fotokamera ausrüsten. Halten wir alles jetzt erstmal hier in Bildern fest, bevor ich hier wieder irgendwas anklicke, was ich nicht eigentlich wollte. Und dann kann ich wieder keine Fotos machen. Ich weiß nicht, ob wir den Unfallbericht vollständig bekommen. Ich glaube ja fast nicht, aber man weiß ja nicht so genau. So, da haben wir noch die Nummernschilder, die lustigerweise beide nebeneinander gelandet sind. Da können wir nichts mehr fotografieren gerade. Gucken wir nochmal hier hinten. Da wäre noch was. Da haben wir noch was. Ist schon mal ausreichend, der Bericht. Das ist ja schon mal ein Anfang. So, auf der Gegenfahrbahn lag ja auch noch ein Spiegel. Da müssen wir gleich auch nochmal schauen, dass wir da noch ein Bild kriegen. So, theoretisch hinten müsste das Fahrzeug ja ganz sein, aber wir haben trotzdem da noch einen Schaden entdeckt. Natürlich auch noch auf. Da haben wir noch ein paar Teile rumfliegen. Einmal der Auspuff, einmal noch ein Spiegel. Hier von der Seite haben wir auch noch von dem Fahrzeug kein Foto gemacht. Machen wir jetzt auch noch. Der Reifen vorne ist platt, beim Taxi war auch noch was. Ja. Da haben wir noch was. Hier beim Taxi sind auch noch einige Stellen auf der Seite. Die nehmen wir natürlich auch noch mit auf. Hier haben wir auch noch einen Spiegel. Da, die Frontscheibe ist noch kaputt. So, ansonsten so von vorne eigentlich sieht das Fahrzeug noch ganz fit aus. Noch ganz okay. So, das dokumentieren wir noch und dann, ja, würde ich sagen, überreichen wir die Unfallberichte. Er mit dem Taxi hätte eigentlich noch theoretisch weiterfahren können, aber er ist ja festgenommen. Somit hat er Pech gehabt, Unfallbericht übergeben. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Darf er mit in die Zelle nehmen? Danke, Officer. Den haben wir so richtig den Tag versaut, glaube ich. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Genau, den lassen wir schon mal mitnehmen. Ich würde dann das Fahrzeug auch schon mal abschleppen lassen. Ein Auto muss abgesteppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. Hier, Ihr Unfallbericht. Okay, danke, Officer. Unfallbericht übergeben. Kann sie mit dem Fahrzeug weiterfahren? Ja, ich würde sagen, nein.
Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen. Vorne die Scheibe ist halt ziemlich beschädigt und gerade wenn du im Dunkeln unterwegs bist, da irgendwie Licht drauf fällt, dann kann das blöd reflektieren, dann siehst du da nichts mehr durch die Scheibe durch, das wäre richtig kacke. Deswegen soll sie lieber nicht fahren, genauso hier er. Ist ihr Unfallbericht. Kriegt noch den Unfallbericht. Zu sein. Danke, Officer. Und dann lassen wir das Fahrzeug auch abschleppen. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. Ja, dann räume ich jetzt die Straße hier wieder frei. Und dann können wir Feierabend machen. Die Schicht ist nämlich ziemlich rum. Ich kann sagen, ist das Auto an der Seite kaputt? Nee, ist es nicht. Was ich bei dem Spiel immer nicht so ganz verstehe, ist auf den Vorschaubildern von den DLCs, glaube ich, auf Steam, haben die immer blau-rote Blaulichtbalken. Im Spiel haben die ganzen Spielerfahrzeuge immer nur blaues, blau-weißes Blaulicht. Die KI-Fahrzeuge oder beziehungsweise der Gefangenentransporter hat aber wirklich rot-blau. Ich weiß nicht, warum das bei dem Spiel so ist. Warum man es irgendwie so komisch immer anzeigt überall. So, egal. Ist mir oder fällt mir nur immer mal wieder auf. Hinten haben wir übrigens hier, da haben wir ein rotes Licht drin. Und ein gelbes. So, Abschlepper stehen da drei in Reihe und Glied. Ich würde jetzt hier nochmal umdrehen und gucken, wann die Abschlepper hier fertig sind. Dass wir hier in der Zeit die Spur einfach mal dicht machen. Aber da hinten fährt ja momentan eh niemand. So, Abschlepper 1 ist da. Jetzt haben wir dahinter den Gefangenentransporter. Und dahinter haben wir noch einen Abschlepper und noch einen Abschlepper. Gut, ich würde mir jetzt schon mal das Ziel markieren eigentlich gerne, dass wir hier zur Polizeiwache fahren. Wir hätten da das hier zum Beispiel, könnten wir hinfahren. Ja, Conway, da sind wir auch gestartet. Fahren wir dann hin. Sobald die da fertig sind mit den Arbeiten. Aber ich muss sagen, ich finde, das Fahrzeug gefällt mir richtig, richtig gut. Gerade jetzt hier bei Nacht, das Blaulicht wirkt richtig gut. Fahrzeug vom Design her gefällt mir sehr gut. Bei der schwarze Kofferraum hinten, im Blau wird es einfach besser zum Fahrzeug passen. Aber so an sich gefällt mir das Fahrzeug von der Bauart wirklich sehr schön. Kann ich mir auch sehr gut auf dem Highway dann später vorstellen. Gerade auch mit der Videoüberwachung und so weiter. Perfektes Fahrzeug eigentlich dafür. Sehr auffällig, auch durch die ganzen Blaulichter. Sieht sehr sportlich aus, eigentlich so an sich. Ja, sehr schön. Okay, Fahrzeuge sind abgeschleppt. Ich wende mal und dann geht's. Ohne Blaulicht natürlich zur Wache zurück. Schön, dass auch seine Reifen hier so im Stand durchdrehen. Ich weiß nicht, was mit... Oh, der ist über Rot gefahren. Normal müsste ich hinterher, aber Feierabend ist Feierabend. Feierabend ist Feierabend. Aber normalerweise hätte man hinterherfahren müssen. Aber die Verkehrskontrolle, bis ich die jetzt durchgezogen hätte, die hätte auch nochmal bestimmt eine halbe Stunde gedauert. Die Einsätze dauern hier leider ein bisschen lange, stellenweise. Was ich aber ganz schön finde an sich. Aber gerade wenn man halt Feierabend hat, ist es halt ein bisschen blöd. Ich weiß halt nicht, ob das immer noch so ist, dass die Einsätze oder die Schicht fehlschlagen kann. Achso, das Fahrzeug stand ja da drüben. Ich weiß nicht, ob die Schicht immer noch fehlschlagen kann, wenn man nicht innerhalb so und so einer Zeit an der Polizeiwache ankommt. Das weiß ich nicht. Will ich auch gar nicht ausprobieren, gar nicht riskieren. So. Mütze ab. Wir machen Feierabend. Ja, in der nächsten Folge werden wir dann mal mit dem größten Fahrzeug hier unterwegs sein, mit dem Gefangenentransporter. Ist aber ein anderer Transporter als der von der KI. Also unser Gefangenentransporter hat natürlich wieder komplett blaues Licht und so weiter. Also ja, mal schauen, wie sich das Fahrzeug so im Dienst schlägt. Ja, schauen wir uns gerade noch ganz schnell die Auswertung an. Alles korrekt. Haben wir selten. Wir haben auch nicht ganz so viel gemacht. Wir haben ein Fahrzeug bestraft, was falsch geparkt war an der Straße, ein bisschen weit auf der Straße. Und dann hatten wir den Unfall. Da war ich mir ja nicht sicher wegen der Festnahme. Gefälschte Versicherung war rechtmäßig, also war korrekt. Habe ich doch richtig aufgepasst. Und ja, ich denke mal noch ein, zwei Schichten und dann
könnten wir hier Stufe 6 erreichen und dann haben wir die Einsätze auch freigeschaltet mit der ersten Hilfe. Freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde den Kanal wirklich sehr weiterhelfen und dir natürlich auch Vorteile verschaffen. Und falls ihr auf der Suche seid nach diesem Spiel, schaut mal in die Videobeschreibung rein. Da ist ganz oben ein Affiliate-Link, der führt euch zu Instant Gaming. Und wenn ihr euch über diesen Link dieses Spiel kauft oder auch andere Spiele, auch Konsolenspiele und so weiter, dann unterstützt ihr den Kanal und ja. Für euch kosten die Spiele trotzdem nicht mehr. Dann vielen Dank dafür die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Euer Tommy. Tschüss.